brauche so nötig. Vinzenz Palotti wurde 1795 in Rom geboren, als Sohn eines Kolonialwarenhändlers. Auf Wiedersehen, Mama! Warte eine Sekunde, Vinzenz! Komm hier und nimm dein Frühstücksbrot. Und bitte iss auch alles auf. Du bist so dünn. Man könnte meinen, ich ließe meinen eigenen Sohn verhungern. Sorg dich nicht, Mama. Mir geht's gut. Und komm gleich heim dann nach der Schule. Als Vinzenz Palotti noch Kind war, war Rom von den Soldaten Napoleons besetzt. Die Kirche wurde unterdrückt und die Straßen waren voll von Arbeitslosen, Armen und hungernden Menschen. Bitte könnt ihr mir etwas zu essen geben, im Namen Gottes. Ich habe lange nichts gegessen. Ich habe solchen Hunger. Danke sehr. Padre Fazzini, bitte entschuldigen Sie die Störung. Kann ich Sie sprechen? Einen Moment nur. Es ist mir so sehr wichtig. Sicher, Maria. Setzen Sie sich doch. Wegen meines Sohnes Vinzenz. Wo liegt da das Problem? Bestimmt ist er ein guter Sohn. Als sein Beichtvater, da wissen Sie das. Bei ihm geschehen Dinge, die mir Sorgen machen. Was kann das sein? Heute Morgen wieder. Ich sah ihn all sein Brot hergeben an eine Bettlerin auf der Straße. Nichts behält er für sich selbst. Letztens kam er heim und war ganz nass und kalt. Sein Mantel war dann fort und auch die Schuhe fehlten. Natürlich spende ich gerne für die armen Padre. Aber er denkt nie an sich selbst. Er ist doch kein gesundes Kind. So manches Mal spätes Nachts, ich schaue in sein Zimmer und anstatt zu schlafen, kniet er und betet zur Madonna. Bitte, all dies und dann Maria, sein Fasten. Der Finger Gottes liegt auf ihm. Ich bitte Sie, ist das normal in seinem Alter jetzt? Wohl nicht für andere Kinder. Vinzenz ist ein besonderer Junge. Er geht seinen eigenen Weg. Sie wollen mir damit sagen, er wird Priester? Ja. Oh, nun verstehe ich. Dann will ich es bedenken. Vinzenz Palotti nahm sich der Not der Menschen an. Seine Liebe zu Gott drängte ihn dazu. Sein theologisches Studium beendete er mit Auszeichnung und empfing 1818 mit 23 Jahren die Priesterweihe. Danach wurde er als Professor an das römische Priesterseminar berufen, wo er Freunde und Helfer für sein späteres Werk gewann. Vor allem wichtig ist die Einsicht. Und wir alle kennen die verschiedenen Quellen. Gott gab uns das Gebot der Liebe. Du sollst lieben deine Nächsten wie dich selbst. Gottes Sohn gab denselben Auftrag seinen Jüngern. Wie der Vater mich sandte, so sende ich euch. Ja? Dann fänden Sie es notwendig, dass man erst Priester wird, bevor man dieses Werk tun kann? Nicht unbedingt. Wer immer bereit ist, die Liebe zu seinem Nächsten zu leben, wie auch zu sich selbst, ist wirklich ein Apostel. Unter dem Aspekt wäre es mir im universellen Sinn zu sehen. Exakt. Und bei dem Nächsten gedenkt der Herr nicht nur der Menschen hier in Rom. Er dachte an alle Menschen auf der Welt. Überall. Das wäre es dann für heute wohl. Wir machen morgen hier weiter.
Professor Palotti. Hätten Sie gerade etwas Zeit für mich? Ich habe eine Frage zur Vorlesung von heute. Sie sind doch... Milja, Raphael Milja. Sicher, Raphael. Ich bin verabredet, kann aber etwas später kommen. Und bitte nenn mich Vinzenz. Wir wollen uns setzen. Ich wollte eigentlich nur sagen, was Sie uns heute vorgetragen haben, war sehr interessant für mich. Ich denke ernsthaft drüber nach, sehr bald ein Missionar zu werden. Ach, ist das wahr? Ja, das scheint für mich das Richtige zu sein. Ich denke, darin müsste ich dann gut sein. Ganz sicher wärst du es auch. Dennoch, möchtest du auch einen anderen Vorschlag hören? Auf jeden Fall. Du kennst die Arbeit des Kollegs zur Verbreitung unseres Glaubens. Natürlich, das ist hier in Rom. Dann weißt du auch, sie haben Schüler aus praktisch jedem Land der Welt. Ja, doch was hat das zu tun mit meinen Plänen? Es könnte sein, dass du ein weitaus wirkungsvollerer Missionar hier in der Stadt wärst. Wenn du den Studenten erklärst, das Wort des Herrn in ihr Land zu tragen. So wirkst du dann durch sie. Ich muss schon sagen, der Gedanke ist mir nie gekommen. Bedenke ihn doch mal. Es interessiert mich, wie du dich entscheidest. Ich lasse es Sie sofort wissen. Und vielen Dank für das Gespräch, Professor Palotti. Vinzenz. Vinzenz. Oh, Entschuldigung, Patri. Ich habe Sie gar nicht kommen sehen. Ist nichts passiert? Nein, schon gut. Sie schickten nach mir? Nein, ganz gewiss nicht. Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich bin Padre Vinzenz Palotti und sage Ihnen, Ihre Tochter ist geheilt. Geheilt? Wie können Sie meine Tochter kennen? Sie sagen, sie sei geheilt, sie ist schwer krank, sie liegt im Sterben. Ich gehe und hole unseren Priester. Das ist nicht nötig. Gottes Hand liegt über Ihrem Haus und heilte Ihre Tochter. Gehen Sie nur hinein. Dies ist ein Tag der Freude. Giacomo, komm schnell! So, warten Sie doch, Padre. Ihr Fieber ist ganz verschwunden und sie hat die Augen auf. Gerade ist es passiert. Mama, nur etwas Wasser. Oh, Liebling. Oh Gott, der Priester. Padre Palotti! Padre Palotti! So warten Sie doch, Padre. 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 Meine Tochter Camilla. Das Fieber ist fort. Sie ist gesund. Sie... Ja, man kann es kaum verstehen. Sie schlief nur noch seit Tagen und sprach kein Wort. Und sie hat auch... Glauben Sie es und freuen Sie sich. Und danken Sie Gott. Ja, ganz gewiss. Aber ich danke auch Ihnen. Hier. Das ist für Sie. Für Ihre Arbeit. Gebt's den Armen. Als ein Opfer zum Dank. Aber tun Sie uns doch die Freude und essen morgen mit uns, damit wir sprechen können. Ich muss Ihnen doch mit irgendetwas helfen können. Ich komme gern, mein Freund. Und es kann sehr wohl sein, dass ich Ihre Hilfe brauche. Das müssen Sie mir dann nur sagen. 1834 übernahm Vinzenz Palotti die Leitung der Seelsorge an der neapolitanischen Nationalkirche Santo Spirito in Rom. Von hier aus begann er 1835 mit dem Aufbau der Gesellschaft vom katholischen Apostolat. Es war für ihn eine Zeit neuer Herausforderungen und neuer Wege der Seelsorge, die nicht immer das Verständnis seiner Amtskollegen fanden. Nichts, was ist heute mit dem Kochen? Ja? Padre Palotti. Wir haben Sie heute noch nicht erwartet. Kommen Sie herein, kommen Sie. Ich wollte mich nur mit der Kirche vertraut machen und kam deshalb früher. Oh ja, natürlich. Möchten Sie wohl etwas von dem Käse oder ein Glas Wein? Von den Toskaner Höhen, wo ein Freund von mir den Wein baut. Danke, nein. Ich habe schon gegessen. Dann möchte ich mich vorstellen. Ich bin Don Giovanni de Mura. Das ist mein Kollege Padre Paolo. Sehr erfreut. Wir haben schon viel von Ihnen gehört und Ihrer Arbeit. Es ist uns eine Ehre, Sie bei uns zu haben. Danke sehr. Sagen Sie mir,
Warum ist Ihre Kirche geschlossen? Oh, ein paar Stunden ist sie offen. Sonst halten wir sie geschlossen. Die Gegend ist zu übel. Ein guter Grund, das Haus Gottes zu öffnen. Sicher, aber auch der Priester braucht Ruhe und das Haus nur reinzuhalten ist schon viel Arbeit. Diese Leute bringen so viel Schmutz. In 2 Stunden ist die Kirche nur ein Stall. Dann wäre unsere erste Arbeit hier, dass aus dem Stall bald eine Kirche wird. Wenn es nicht stört, wäre es wohl möglich, jetzt hineinzugehen. Natürlich, Padre. Ich gehe und bin gleich mit dem Schlüssel hier. Hey, du da. Was machst du denn da? Verschwinde da. Die Kirche ist geschlossen. Entschuldigen Sie, Padre. Ich wollte nur zur Beichte. Offensichtlich geht das nicht. Kannst du nicht sehen, dass die Kirche zu ist? Da sehen Sie, was ich vorhin meinte, Padre. Was kann ich für Sie tun, Signora? Ich wollte nur beten zur Madonna und anschließend beichten. Ich bin Padre Palotti, der neue Rektor hier. Und ich will gerne Ihre Beichte hören. Oh, Padre, ich... Don Giovanni, ich möchte bitten, wir öffnen die Kirche gleich. Und befestigen Sie einen Anschlag, dass ich Beichte höre. Und das täglich. Ja, Padre. Das machen wir sofort. Wie heißen Sie, Signora? Elisabetta Sana. Und ich komme aus Sardinien. Und Ihre Familie? Als kleines Kind schon hatte ich die Pocken und blieb hässlich. Ich wollte keinen Mann und keine Kinder. Ich wollte leben für Gott. Also dann sind Sie jetzt allein? Ja. Als ich 19 wurde, hat mein Vater mich verheiratet. Oh, ein guter Mann. Längst im Himmel. Habe 5 Kinder, sind aber in Sardinien. Ich wollte pilgern in das Heilige Land. Bloß unser Schiff versank. Ich verlor alle Papiere. Also bleibe ich in Rom. Geld habe ich nicht und keine Familie. Jetzt diene ich nur noch unserem Gott. Ganz allein nur ihm. Das sollst du auch. Du bekommst eine neue Familie, eine Familie von Aposteln, die offen ist für alle. Aber... ich kann nicht schreiben und nicht lesen und... Sag mir, was kannst du? Ich bettle, nähe ein wenig und bete. Von nun an tue alles nur für ihn, als ein Apostel. Wie wäre ich ein Apostel? Das ist für Priester wie Sie. Nein, das trifft auf jeden Menschen zu, der Gott dient. Elisabetta, ich habe eine Vision. Eine Vision, dass alle Laien, Menschen wie auch du, teilnehmen am Apostolat. Wir alle. Und ich brauche deine Hilfe. Meine? Oh, Padre Palotti, so große Ehre, hier zu helfen. Alles will ich für Sie tun. Sie müssen es nur sagen. Da kommt Padre Palotti. Guten Tag. Was stehen Sie alle hier draußen vor der Tür? Gehen Sie hinein, da ist es kühl. Die Kirche ist geschlossen, Padre. Geschlossen? Ein Irrtum. Sie sollte offen sein nach dem neuen Plan. Don Giovanni und Padre Paolo kamen heute Morgen nicht und öffneten? Nein, keiner kommt. Sie ist den ganzen Tag geschlossen. Etwas tolerieren. An Ihrer Stelle würde ich nicht mit solchen Priestern arbeiten. Sie sind doch fest entschlossen, sich gegen sie zu stellen. Die Mühe, beide zu ersetzen, nimmt Zeit weg, ist teuer. Wir können darauf keine Zeit verschwenden. Dann wählen Sie doch eine andere Kirche aus, wo Sie Frieden haben.
Und was wäre bald aus diesen Leuten? Ich bin für Sie da und ich habe nicht vor, Sie aufzugeben. Elisabetta wäre verloren. Sie sollen es besser haben, als Sie es bisher hatten. Raphael, wir brauchen diese Menschen für die Arbeit Gottes. Ansonsten bleiben wir allein in einem leeren Haus. Lassen wir jetzt die Probleme. Zu deinen Vorlesungen, machen sie noch Freude? Immer mehr. Ich mag meine Studenten. Doch muss ich sagen, dass mir die Engländer am liebsten sind. Ihre Manieren faszinieren mich. So, immer noch ziehen dich exotische Menschen an und fremde Länder. Ja, und ich möchte immer noch nach Übersee, wenn es geht. Ich hoffe, es geht nicht zu schnell. Warum sagen Sie das? Raphael, ich habe eine Idee. Und ich brauche dich. Wobei? Ich gründe eine Gesellschaft. Und ich brauche jeden im Werk des Apostolats. Eine Gesellschaft für einen jeden? Mhm. Eine Gesellschaft, die offen ist für Laien aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen. Die zusammenarbeiten mit dem Welt- und Ordensklerus. Und um was zu tun? Den Glauben zu verkünden. Um Nächstenliebe zu verwirklichen. Ich glaube, dass jeder Mensch Verantwortung trägt für sich und für den Nächsten ebenso. Eine großartige Idee und auch notwendig natürlich, aber so eine große neue Arbeit. Nein, nein, nicht neu. Nur eine Belebung der fundamentalen Lehre unserer Kirche mit ganz modernen Methoden. Selbstlosem Geist und wahrer Demut. Wie aber soll das gehen? Ich sehe die Gruppe geführt von Priestern, die gemeinschaftlich leben. Starten könnte man gleich hier. Hier? In dieser Kirche? Warum nicht? Erst einmal bitten wir all die Priester, die genauso denken wie wir, mit uns zu leben. Sie bilden dann die Grundgemeinschaft. Priester, Schwestern und alle, die leiden. Die Vereinigung des katholischen Apostolats. Ist das Ihr Ernst? Ich will und muss es tun. Aber wie wird sich die Kirchenleitung dazu stellen? Vom Geld wollen wir es gar nicht reden. Ich habe große Hoffnung, dass alles gut gelingen wird. Ein ausgezeichnetes Essen, Giacomo. Mein Kompliment, Signora. Das freut mich sehr. Hätten Sie jetzt gerne Kaffee, Padre? Das wäre reizend. Camilla? Ja, gern, Mama. Und jetzt kommt das Geschäft. Sie sind ein Mann, der nicht gern Zeit verschwendet. So, was kann ich für Sie tun, Padre? Also, ich brauche 500 Scudi für eine der Missionen in Arabien. 500 Scudi? Eine Menge Geld. Es dauert sicher Monate, um eine Summe in dieser Höhe zu erhalten. So viel Zeit haben wir dafür nicht mehr. Ich brauche es wirklich nächste Woche. Nächste Woche? Das ist wohl ganz unmöglich. Giacomo, fürchten Sie sich nicht, andere um Hilfe zu bitten? Aber Padre Palotti, Sie wissen, ich bin ein Geschäftsmann und gewöhnt, Geld zu verdienen und nicht zu betteln um Geld. Sie kennen die richtigen Leute. Ich bin überhaupt nicht an so etwas gewöhnt. So etwas habe ich noch nie gemacht. Danke, meine Liebe. Haben Sie denn ganz vergessen, Sie versprachen zu helfen, um zu danken? Nein, nein, natürlich nicht. Geben Sie mir wenigstens ein Schreiben, das besagt, ich sammle im Namen von Vinzenz Palotti. Sie sind doch jetzt wohl bekannt. Das wird nicht nötig sein. Sprechen Sie im Namen Jesu Christi und es wird gegeben werden. Ich bin sicher, du findest, dass all unsere Ideen darin enthalten sind. Natürlich kommt mehr Arbeit auf uns zu. Ich weiß, zweifelsohne, alles ist gut dargestellt und wird ganz sicher anerkannt. Der Titel, den die Bittschrift trägt, ist ganz einfach. Katholisches Apostolat. Und ich meine katholisch in universellem Sinn. Gefällt mir. Einfach und schließt die Laien ein. Das Herz der ganzen Idee. Ich freue mich, dass es dir auch gefällt. Ganz gewiss. Ah, da sind Sie ja. Ich habe Sie schon überall gesucht. Es ist nicht zu glauben. Was ist denn los? Fehlt Ihnen was? Es ist nicht zu glauben. Innerhalb von 2 Stunden. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Was ist es? Sie haben mir nicht einmal Fragen gestellt. Sie gaben es mir nur. 500 Scudi. Exakt die Summe, die Sie wollten. Ganz unbegreiflich. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich Ihnen danke, Freund. Eine große Tat war das. Und ich versichere, das Geld wird großen Nutzen bringen. Bei all der Not. Ich weiß, ich werde Ihre Dienste für Ähnliches bald wieder brauchen. Bald? Doch sicher reicht das eine Weile. Nein, das war unser Anfang. Sie bewiesen, dass ich auf Sie zählen kann. Von jetzt an beginnen wir das Sammeln ernsthaft.
für die Gründung des Apostolats. Oh nein, Padre, ich... Giacomo, doch nicht für mich. Für Gottes Werk ist es. Er fordert es von uns. Ja, Padre, wenn Sie es so erklären, schlage ich es Ihnen doch nicht ab. Sie haben doch offensichtlich Erfolg bei den Leuten. Wo wüssten wir denn sonst jemanden mit dieser Begabung? Na, mag ja vielleicht sein. Nächstes Mal genügen auch schon 300 Scudi. Es dauerte nicht lange und Palottis junge Gemeinschaft aus Priestern und Laien wurde in Rom gefördert. Eine Cholera-Epidemie suchte die Stadt heim und forderte viele Opfer. Palotti und seine Freunde halfen Kranken und Sterbenden und verteilten Gutscheine für Essen und Kleidung. Ihre besondere Sorge galt den verwaisten Kindern. Geht fort, Quarantäne. Ich bin Priester. Ich muss zu den Todkranken. Gehen Sie nur rein, da sind Sie auch bald einer. Tut mir leid, aber das ist mein Risiko. Sogar unser Papst arbeitet im Hospiz. Ich muss da hineingehen. Dummkopf! Was willst du noch helfen, wenn sie dich auch auf den Totenkern werfen? Um die Vielfalt und weltumspannende Idee vom katholischen Apostolat zu verdeutlichen, führte Palotti in Rom eine Festwoche ein, beginnend mit dem 6. Januar zum Fest der Erscheinung des Herrn. An jedem Tag wurde in einem anderen Ritus der Gottesdienst gefeiert und in einer jeweils anderen Weltsprache gepredigt. Sehr viel beachtet. Padre Palottis Apostolat ist jetzt schon sehr erfolgreich. Besonders findet er Leute für sein Werk. Sie erlangen allzu viel Einfluss. Ich hörte, Sie planen sogar ein Missionskolleg einzurichten. Ist das wahr? Da ist es Zeit für Maßnahmen. Wenn wir nichts tun, übernehmen Sie das ganze Arbeitsgebiet unserer Gesellschaft zur Glaubensverbreitung. Das wollen wir erst noch sehen. Wir haben noch unsere Verbindungen. Leider begünstigt Papst Gregor Ihre Vereinigung sehr. So bleibt uns kaum Spielraum. Wirklich nicht? Ach nein. Und was ginge? Erst einmal der Titel. Ein so auffälliger Titel wie das katholische Apostolat verursachte schon Unruhe im Vatikan. So konnte man hören. Dann spielen wir doch dort noch ein wenig höher. Niemand kann so ehrenhaft sein. Seine Reputation ist ein zerbrechlich Ding gegen einige gut platzierte Gerüchte. Padre Palotti ist ein guter Mensch. Es schmerzt, ihn so angreifen zu müssen. Aber wir können es uns nicht leisten, dass er uns kalt stellt, nicht wahr? Absolut nicht, nein. Es scheint, dass unsere kleine Kampagne sich doch bezahlt macht. Seit heute ist die Gesellschaft vom katholischen Apostolat nicht mehr existent als eine eigene Organisation. Deren Arbeit fällt unter unsere Kompetenz. Ganz exzellent. Genau das, was wir brauchten. Und offiziell gebilligt von Papst Gregor. Es war auch schwere Arbeit bis zur Unterschrift. Ich hoffe, es lohnte. Es hat gelohnt. Jetzt ist es wie zuvor und es gibt keine Störung. Ich denke, das sollten wir doch ruhig feiern. Nicht wahr? Sicherlich.
auf den gemeinsamen Erfolg. Unseren gemeinsamen Erfolg. Das Jahr 38 brachte eine gute Stärkung der Basis unserer Gemeinschaft. Die Arbeit in den Gefängnissen wurde erweitert. Die Abendschulen für Lehrlinge sind gut besucht. 500 junge Leute sind eingeschrieben. Wir kauften kürzlich das Kolleg Fuccioli als Waisenhaus für Mädchen, die ihr Zuhause verloren in der Cholera-Epidemie. Die Vorbereitungen für die Einweihungsfeier schreiten gut voran und oh... Giovanni? Monsignore Cadolini, er hätte einen Brief für Sie im Namen des Heiligen Vaters. Bitte ihn herein. Padre Palotti? Ja, willkommen, Monsignore. Es freut mich, Sie zu sehen. Setzen Sie sich doch. Danke sehr. Ich kann nicht bleiben. Ich überbringe Ihnen nur ein wichtiges Dokument. Der Inhalt wird Sie sehr interessieren. Danke sehr. Was ist es, Vinzenz? Bitte. Lies es für die anderen. Obwohl seine Heiligkeit der Papst stärkstens den Eifer lobt der neuen Gesellschaft mit Namen katholisches Apostolat, anerkennt er weder den Namen noch die Gründung und Struktur, denn sie ist völlig überflüssig. Und unnötig aufgrund von... Was ist der Sinn von all dem? Es ist die päpstliche Ordnung für die Auflösung dieser Gesellschaft. Ihre Arbeit wird fortgeführt von dem ohnehin bestehenden Verein für die Verbreitung unseres Glaubens. Das ist eine bösartige Verschwörung hier. Raphael? Monsignore, wir müssen bitten, wir haben heute noch Arbeit. Oh ja, sicher wollen Sie alle jetzt viele Dinge diskutieren. Behalten Sie doch Platz, ich finde allein hinaus. Bitte weiter, Giacomo. Entschuldigung für die Unterbrechung. Nach der Messe in der Kirche gehen wir dann mit all den Mädchen ins neue Heim, das wir nennen wollen Mädchenheim von St. Agatha. Wir danken Gott für alles und allen Segen, der auf dem Werk bislang geruht. Das ist offensichtlich das Werk von starken Neidern. Ich möchte wissen, was Sie dem Papst berichtet haben, dass er die Meinung änderte. Ich kann es nicht verstehen. Der Vatikan hat doch erst zugestimmt. Vinzenz, das ist falsch. Dies ist ein Lebenswerk. Das stimmt. Merke aber immer eines, Raphael. Es bedurfte einer Kreuzigung, bevor es eine Auferstehung gab. Als Fingerzeig für uns. Es soll uns Demut lehren und neue Einsichten. Und du akzeptierst dies? Nein, tue ich nicht. Ich glaube, für die Idee kämpfe ich noch. Ab morgen beginnen wir von neuem. Und wenn ich fertig bin, gehe ich allein zum Vatikan. Raphael, ich wünsche eine neuerliche Versammlung der Gemeinschaft. Sag auch, wir brauchen dringend Ihre Hilfe bei der Beschaffung aller Dokumente über unsere Arbeit. Und es muss schnell gehen. Padre Palotti. Mit eurer Heiligkeit Erlaubnis. Ich möchte heute dieses Memorandum unterbreiten. Es enthält detaillierte Fakten, die möglicherweise nicht bekannt sind. Dies, so vermute ich, betrifft Ihr katholisches Apostolat. Ja.
Ich glaube, es hilft zur Klärung gewisser Missverständnisse, die über unser Werk verbreitet wurden. Der Einwand ist, dass mit der Wahl des Namens katholisches Apostolat Anspruch erhoben wird auf das gesamte Apostolat der Kirche Christi. Das war nie unsere Idee, Eure Heiligkeit. Auch Sankt Ignatius reklamierte damals nicht die totale Person unseres Herrn für die Gründung der Gesellschaft Jesu. Ja, das ist in der Tat wahr. Unsere Gesellschaft verfolgt ihre besondere Mission und die ihr eigenen Aufgaben. Sie sind alle aufgeführt hierin. Wir unterscheiden uns in jeder Hinsicht von allen schon bestehenden Vereinigungen, soweit ich weiß. Sehr interessant. Und ich muss sagen, ich erhielt einen völlig anderen Eindruck von Ihrer Gesellschaft. Diese Information hier ändert vieles. Ich denke, diese Berichte waren falsch. Dies ist ein außergewöhnliches Werk, Padre. In Wahrheit, Heiligkeit, bin ich nicht wert des Lobes. Es ist Christi Werk. Ich bin nichts als sein Diener. So geh denn, als sein Diener, und vollende das Werk mit meinem Segen. Und möge deine Gesellschaft aufblühen für immer. Die Arbeit der Gemeinschaft wurde fortgeführt und ausgeweitet. Vinzenz Palotti übernahm 1844 die Betreuung aller römischen Soldaten. Er begründete damit also die Militärseelsorge. Er war ein Beichtvater, den Arme und Reiche gleichermaßen um Rat und Beistand baten. Lange Jahre war er auch der Beichtvater des Papstes. 1843 gründete er die Kongregation der Schwestern vom katholischen Apostolat. Erst nachts kam er dazu, seine Ideen zu Papier zu bringen und seine Pläne und Projekte auszuarbeiten. Tagsüber war er unermüdlich unterwegs, richtete neue Hilfsdienste für Arme und Notleidende ein und war jederzeit bereit, geistlichen Trost und menschlichen Rat zu erteilen. Als das von ihm gegründete Mädchenheim St. Agatha eingeweiht wurde, brach er während der Messe zusammen. In der klaren Bergluft des Klosters Camaldoli, nördlich von Rom, erholte sich Vinzenz Palotti während der nächsten Monate. Hier fand er Zeit zum Gebet, zur Meditation und zum Schreiben. Die Schriften, die er hier verfasste, zeugen von einem intensiven geistlichen Leben, von seinem Streben nach mystischer Vereinigung mit Gott. Seine Liebenswürdigkeit und seine Menschlichkeit wuchsen, je stärker er sich mit Gott verbunden fühlte. Alles in Ordnung? Ja, ich wollte bestimmt nichts Böses tun. Ich wollte sie nur sehen. Warum denn mich sehen? Naja, mein Vater sagt, sie käme aus Rom und sei ein Heiliger. Ein Heiliger? Nein, das stimmt nicht. Das ganz bestimmt nicht. Sind Sie nicht Padre Palotti? Ja, aber ich bin genauso heilig wie auch du. Nicht möglich, ich bin zu jung. Nein, das sicher nicht. Ich finde, du gibst einen sehr guten Heiligen ab. Wie das? Wenn du die Menschen liebst. Alle Menschen.
Auch die, die dir nicht gefallen. Wie meine Schwester? Wie deine Schwester. Aha. Ist das ein Weg, wie sie es tun? Was denn? Bereit sein für Gott? Sagen wir mal, das habe ich mir als meinen Lebensweg vorgenommen. Sehen Sie dort? Ich habe sie gebaut, als ich 10 war. Und ganz allein? Ja, also mein Vater half mir ein bisschen, aber versuchen Sie es doch. Du denkst, die trägt mich? Natürlich tut sie es. Ich habe sie doch sehr verstärkt. Und wenn sie gut schwingen, sehen sie über die Bäume drüben. Aber das schafft nicht jeder. Das ist wirklich sehr schwierig. Wie gut, dass du mir so viel Mut zutraust. Wie ist dein Name? Giuseppe. Also, kleiner Heiliger, vielleicht ein andermal. Wir haben Mittag. Du weißt doch sicher, wo es etwas Warmes gibt. Na klar, kommen Sie nur. Dann komm. Kurz nachdem Vinzenz Palotti wieder nach Rom zurückgekehrt war, wurde seiner Gemeinschaft die kleine Kirche San Salvatore in Onda übertragen. Die hier wird gut sein für die Missionsarbeit. Viel Platz, um Druckmaterial darin zu lagern. Ich denke, das wäre mein Büro. Gleich bei der Kapelle. Oh, hier, ich nehme das. Wie gut, endlich ein Platz für uns. Und niemand kann uns stören. Gott war wieder sehr gut zu uns. Raphael, es scheint mir, als ob du mir etwas mitteilen wolltest. Du kennst mich allzu gut, Vinzenz. Also, was für eine Wolke wirft ihre dunklen Schatten auf einen so prächtigen Tag? Es gibt etwas, das ich diskutieren muss. Ich kann es nicht mehr verschieben. Bitte sag's nur. Was ist es? Du erinnerst dich, ich war noch Student. Natürlich, nicht gerade der Beste. Auch nicht der Schlechteste. Und wie ich davon sprach, nach Übersee zu gehen in die Mission? Ja, ein paar Mal. Ich erinnere mich. Ich möchte es noch immer. Und nun ergibt sich auch eine Gelegenheit. Aber deine Arbeit hier. Ich brauche dich. Und wir sind doch gerade erst dabei, in Schwung zu kommen. Ich weiß doch. Bitte glaub mir, es war keine leichte Entscheidung. Es gibt aber eine große italienische Gemeinde dort in London. Der Pfarrer, der ihr diente, tritt jetzt zurück von seinem Posten. Und ich will mich bewerben. Sieh da. London. Ja, Vinzenz, in England herrscht große Not. Die Italiener dort sind eine unterdrückte Minderheit. Sie werden immer wieder wegen ihres Glaubens angegriffen. Ich weiß von der Situation. Ich sandte schon Geld an Kardinal Wiseman. Er baut ein Seminar, um mehr Priester auszubilden. Genau. Und ich möchte dorthin gehen und einige deiner Ideen verwirklichen und Laien zur Mitarbeit begeistern. Die Gelegenheit, unsere Ideen zu verbreiten. Wenn es Gottes Wille ist, musst du bereit sein. Ich weiß. Das macht es auch nicht leichter. Wenn ich mich bewerbe, schreibst du mir eine Empfehlung? Ja, natürlich. Dank dir, Vinzenz. Nun ja, ich glaube, ich gehe jetzt lieber doch. Es ist so viel zu tun. Raphael, ich werde dich vermissen. Ich vermisse dich auch. Du warst mir ein Bruder von Anfang an. Und ich hoffe, das immer zu bleiben. Immer. Die letzten Jahre im Leben Vinzenz Palottis waren von Unruhen im Land und auch in Rom überschattet. Revolutionäre Ideen breiteten sich aus, der Papst musste fliehen. Sogar Priester wurden von hasserfüllten Rebellen niedergeschossen. Die Gemeinschaft Vinzenz Palottis überlebte die turbulenten Tage der Revolution. Die Idee vom allumfassenden Apostolat, das auch die Laien zu gleichberechtigten Mitarbeitern am Apostolat der Kirche heranzog, breitete sich aus. Die segensreiche Arbeit von Giacomo Salvati fand viele Freunde.
Im Herbst 1849 schien Vinzenz Palotti zu ahnen, dass sich sein Lebensweg dem Ende näherte. Was meinst du, meine Liebe? Ich finde, wir gehörten jetzt wirklich zurück nach Rom. War es ein schöner Weg, Padre? Sehr schön, danke. Gut, das freut mich sehr. Es war eine bewegende Taufe, Padre. Ich danke sehr dafür. Ein besonderes Privileg für mich, Camilla. Ich bin geehrt durch die Wahl des Namens Vinzenz. Mit einem solchen Namen wird er sicher Priester werden. Bitte, Giacomo, lass ihm doch seine Freiheit noch ein kleines bisschen länger. Übrigens, ich habe eine kleine Gabe für Sie. Was Sie heute für uns taten und was Sie immer für uns waren, all die Jahre. Das war nicht notwendig, wirklich. Aber danke sehr. Und außerdem, ich habe ein Geschenk auch für Sie. Danke sehr. So, sollen wir mal nachsehen, was in diesem feinen Papier versteckt ist? Oh ja. Wir beide wurden in unserem Denken wahrscheinlich zu ähnlich, mein Freund. Ja, und ich will es immer in Ehren halten. Und in der Tat, als ich es kaufte, hoffte ich fast, ich könnte es behalten. Der Herr nimmt sehr seltsame Wege, Giacomo. Wollen wir uns die Beine vertreten? Ja. Ich bin so froh, wie gut erholt Sie sind. Das Landleben scheint Ihnen immer gut zu tun. Ja, mir scheint, das ist ein Ruheplatz vor meinem endgültigen Ziel. So schnell? Vielleicht. Ich bin bereit. Und Sie? Unser Gott bestimmt die Zeit. Es ist noch so viel Arbeit übrig. Wie gut zu wissen, dass die Arbeit weitergeht. Vor 2 Wochen hörte ich von Raphael. Er berichtet wunderbare Ereignisse aus England. Es freut mich, das zu hören. Ja, und so schreitet Gottes Werk voran. Das weiß ich sicher. Ich glaube daran.